Ich darf euch heute das Bosch Intuvia Display vorstellen. Die Ein- und Ausschalttaste, das Display fährt hoch, das System fährt hoch. Als erstes sehe ich gleich hier die kmh-Anzeige, die Unterstützungsstufe und die Akkuanzeige. In diesem Fall 5 Balken bedeutet, der Akku ist vollgeladen. Strecke gesamt, als kleine Information. Die Strecke gesamt, dann kann ich aber auch im nächsten Punkt die Tagesstrecke abfragen, die Uhrzeit, die Maximalgeschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Fahrzeit und die Reichweite, immer abhängig natürlich von welchem Unterstützungsmodus ich gerade innen habe, beziehungsweise die Momentaufnahme von der letzten Fahrt. Dann bin ich wieder bei der Strecke gesamt. Das gleiche kann ich auch mit dem Bedienelement abfragen. Die Informationstaste hier ist die gleiche Möglichkeit. Der Vorteil ist hier, dass ich während der Fahrt ganz sicher mit der Hand am Lenker die Informationen abfragen kann. Der Bordcomputer verfügt über 4 Unterstützungsstufen. Off ist keine Unterstützung, mit Plus, die erste Stufe Eco, die zweite Tour, die dritte Sport, sportives Fahren und die vierte Stufe Turbo ist die höchste Unterstützungsstufe, die der Motor bieten kann. Die Lichttaste, hierbei lässt sich das Licht anschalten. Licht an, Symbol erscheint. Licht aus, wieder drücken und Licht ist aus, Symbol verschwindet. So einfach lässt sich bei Intuvia das Licht an- und ausschalten. Das Intuvia verfügt auch über eine Schiebehilfe. Hierzu beim Bedienelement oben den Knopf drücken und dann Plus drücken und draufbleiben. Automatisch aktiviere ich die Schiebehilfe. Wenn ich vom Plus wieder runtergehe, ist die Schiebehilfe wieder deaktiviert. Das Bosch Intuvia verfügt auch über eine Untermenüfunktion. Hier bei Reset und Infotaste gedrückt halten. Dann komme ich in die Einstellungen. Hierbei kann ich mit Plus, Minus die Uhrzeit verstellen, mit Info weiterschalten. Radumfang würde ich hier nicht verstellen. Das nächste ist die Sprache. Auch die kann ich mit Plus, Minus verstellen. Die Anzeige der Einheit, Kilometer oder auch Meilen pro Stunde. Auch hier kann ich mit Plus, Minus verstellen. Das nächste ist das Zeitformat, 24 Stunden oder eben 12 Stunden. Dann die Schaltempfehlung. Auch hier ist die Möglichkeit, das Intuvia gibt mir Bescheid, wann ich welchen Gang wieder wechseln sollte, damit ich effizienter fahre. Und als nächstes die Betriebszeit gesamt und dann Displayversionen. Wieder aus dem Untermenü rauszugehen, länger einfach auf Reset gedrückt halten, dann komme ich wieder aus dem Untermenü Einstellung heraus. Das Display verfügt auch über einen USB-Ein- und Ausgang. Hier kann man ganz perfekt auch die Möglichkeit, ein Handy bzw. auch ein Licht anstecken, das mit Spannung versorgt wird. Man kann es auch runternehmen, indem man hier drückt. Und wenn es 3 oder 4 Monate ruhig steht, das Rad, dann wäre gut, wenn man hier am USB-Anschluss den Lithium-Polymer-Akku des Displays wieder ladet. Dann wieder drauf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bei Fragen bitte gerne in die Kommentare schreiben. Schenkt uns ein Like. Wir würden uns freuen. Und abonnieren nicht vergessen. Weitere Infos rund ums E-Bike findet ihr in der Videobeschreibung. Dort sind auch unser Blog und Shop verlinkt. Bis zum nächsten Video.